Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Witcher 3. Ja, in der letzten Folge haben wir Uma von seinem Fluch befreit und es hat sich herausgestellt, dass das Avalach, der Elfenmagier, der Ciri geholfen hat, auf die Nebelinsel zu kommen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir irgendwie Verbündete finden, Freunde, die uns im Kampf gegen die wilde Jagd beistehen. Ich rede jetzt mal mit Yennefer. Geralt? Ich fange mit Nummer 2 an. Yen, darf ich dich kurz sprechen? Warum? Um mich zu fragen, ob wir Freunde bleiben können, trotz allem? Nein, ich meine... Ach komm, Geralt. Ich kenne dich. Gut genug, um genau zu wissen, was zwischen dir und Triss läuft. Nun, ich kann nicht behaupten, ich wäre nicht versucht zu... intervenieren, aber... ich glaube, ich werde es nicht tun. Wie findest du das? Eigentlich wolltest du dich mir ja erklären, doch statt mich über dein Gestammel totzulachen, hab ich dir deine Arbeit abgenommen. Sieht ganz so aus. Aber genug jetzt der Rührseligkeiten. Wir haben Arbeit vor uns, schon vergessen? Denkst du manchmal über die Vergangenheit nach? Über deine Zeit bei der Jagd? Manchmal. Ich staune, dass wir noch leben. Eredin hinterlässt doch sonst keine Zeugen. Diesmal ja auch nicht. Ich habe das Gedächtnis verloren, als ich der Jagd entkam. Ach ja, deine berühmte Amnesie. Du hattest keine? Nur kurz. Mein Gedächtnis ist schnell zurückgekehrt, als die Magier des Kaisers mich in den Fingern hatten. Warte mal. Sie war bei der wilden Jagd, das wusste ich gar nicht. Warum hast du nicht nach mir gesucht, als du deine Erinnerung und deine Freiheit zurückhattest? Ich nahm an, dass du dich rasch erholen und mich zuerst finden würdest. Du hattest die Hilfe von Magiern. Ich war allein. Nun, nicht so ganz allein. Außerdem wusste ich, dass du vor der Jagd geflohen warst. Eredin hätte dich niemals gehen lassen. Mir hat er das Gedächtnis gelöscht, aber du warst entkommen. Es war naheliegend, dass er deins nicht löschen konnte. Und dann deine Hexermutationen. Ich rechnete damit, dass sie schlimmere Verwüstungen verhindern würden. Wie bist du von der kaiserlichen Geisel zur kaiserlichen Verbündeten geworden? Eines Tages ging die Zellentür auf und da stand nicht der übliche Offizier, sondern Emir. Er versprach, mich freizulassen und mir freie Herrschaft über die kaiserliche Schatzkammer zu lassen, sofern ich täte, was er verlangte. Er hat dir von Ciri erzählt und du hast sein Angebot angenommen. Warum? Gemeinsame Ziele führen zu seltsamen Allianzen. Ich wusste, dass ich Ciri vor Eredin finden musste. Und wenn irgendwer die Macht und die Mittel hatte, mir zu helfen, dann der Kaiser. Außerdem, schließlich und endlich, ist er auch ihr Vater. Was genau wollte Eredin eigentlich von dir? Dasselbe wie von dir. Weißt du nicht mehr? Ich weiß fast nichts mehr von meiner Zeit bei ihnen. Wir waren Köder, Geralt. Wir beide. Eredin glaubte, Ciri würde uns früher oder später retten wollen und er könnte sie dann fangen. Zum Glück ist sie nicht drauf reingefallen. Als die wilde Jagd dich hatte, haben sie dir hoffentlich nichts getan. Wenn doch, dann weiß ich es nicht mehr. Die ganze Zeit ist nur eine Abfolge schemenhafter Bilder. Blut und Feuer. Eine wüste Jagd durch verschiedene Welten. Alles in Nebel gehüllt. Aber ich erinnere mich daran, dass du kamst und dein Leben gegen meines eintauschen wolltest. Ich konnte dir damals gar nicht danken. Du hättest für mich dasselbe getan. Deine Sicherheit rührt mich, aber du hast mir noch nicht gesagt, wie du entkommen bist. Das wüsste ich selber gerne. Manchmal erinnere ich mich, wie ich vorwärts preschte, rote Reiter um mich. Dann bin ich plötzlich im Wald bei Kaer Morhen. Das ist alles. Aber da ist noch etwas, das ich nicht aus dem Kopf kriege. Was denn? Und? Fühlst du dich anders nach unserer Begegnung mit dem Djinn? Ja, ich fühle Bedauern. Willst du damit sagen, dass... Ich bedauere, dass wir es nicht früher versucht haben. Viel früher. Hätten wir dann weniger gestritten? Ganz im Gegenteil. Aber auch die anderen Momente wären leidenschaftlicher gewesen. Momente wie diese. Okay, das war's. Aber ich denke mal, Danke. Die hier in der Festung werden uns schon alle helfen. Da bin ich
felsenfest das überzeugt. Können wir reden? Worüber? Du hast dich kein bisschen verändert. Höre ich da Enttäuschung? Nein, Überraschung vielleicht. Die meisten werden im Alter sanfter. Du wirst kratzbürstiger. Mama hat immer gesagt, ich sei anders. Mir würden andere Adjektive einfallen, aber anders tut es auch. Mach's gut. Ja, pass auf dich auf. Achso, okay. Wahrscheinlich wollte jetzt mit mir kämpfen. Wesemir. Ja? Was ist denn, Wolf? Bis später, Wesemir. Okay, er möchte nicht mit uns reden. Dann reden wir mal mit ihm. Eskel. Eskel. Hm? Hattest du interessante Verträge in letzter Zeit? Schon eine Weile her. Vor einem halben Jahr habe ich einen Manticore in Kraden in einem Wald erschlagen. Ein schneller Scheißkerl war das. Sprang so schnell aus dem Unterholz, dass mein Medaillon nicht mal zucken konnte. Die Narbe zeige ich dir nicht, dafür bin ich schon zu alt. Bist du wenigstens gut bezahlt worden? Gar nicht. Ich habe dem Ältesten im nächsten Dorf den Kopf gezeigt, aber der schwor Stein und Beine, hätte noch nie von dem Monster gehört. Was ist mit dir? Außer dem Greif immer das Gleiche. Necker, Ghule, Ertrunkene. Einen Manticore habe ich seit einem Jahr nicht gesehen, schätze ich. Bis dann. Oh, was war das denn? Okay. Ich weiß ja nicht, wo wir Verbündete finden, aber ich denke mal, wir müssen irgendwie, bitte Freunde um Unterstützung. Ich denke mal, wir müssen nach Novigrad und nach Velen reisen, um dort Verbündete zu finden. Das ist jetzt mal meine Meinung, würde ich mal sagen. Gehen wir jetzt mal eben gucken, ob wir irgendwo ein Straßenschild finden, das ich benutzen kann. Hui! Mal gucken, wo ist ein Straßenschild? Da draußen. Ich muss also irgendwie nach draußen kommen. Na komm. Da ist Plätze. Oh. Oh. Ups. Okay, das war ein Fehler. Ich bin auch so doof, warum bin ich auch da runtergesprungen? Okay, ich habe mit allen geredet. Manchmal mache ich das nicht alles mit. Nerv. Warum ist hier drin kein Schild, wo man nicht schnell reisen kann? Nein, ich muss hier zig Umwege laufen, um dahin zu kommen, wohin ich eigentlich hin will. Nee, da springe ich jetzt bestimmt nicht runter. Ich frage mich auch, warum Kaer Morhen nicht wirklich repariert wird. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, als ich mit Dings unterwegs war, Esker. Warum die Festung nicht repariert wird und wem sie vor allem mal gehört hat, würde ich auch gerne wissen. Wem gehört Kaer Morhen? Kaer Morhen. So, schnell reisen. Weltkarte. Ich glaube, ich weiß nicht, wohin ich muss, um... Weißgarten. Skellige. Huch, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte nach Novigrad gucken, ob ich hier Freunde bekommen kann. Aber ich weiß nicht, wen ich um Freunde bitten soll. Wen könnte ich denn drum bitten? Wie macht man das überhaupt? Was ist mit Wählen? Kann ich hier jemanden drum bitten? Ich habe keine Ahnung, wie ich Freunde drum bitten kann, dass sie mir helfen sollen. Vielleicht ein Skellige?
Oder kann ich irgendwie Triss erreichen? Kann ich sie irgendwie kontaktieren? Ich probiere jetzt erstmal in Novigrad. Ich bitte. Warte mal. Treibgatter. Und hier muss irgendwo. Ne, hier. Ich reise der genau hier hin. Der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. So. Wir können ja unsere Freunde aus dem Pub fragen. Wie hieß sie? Wie heißt sie? Ins Thymian. Können wir reingehen und dort fragen, ob sie uns helfen? Der alte Numan hat mir so. Neulich ein Geschenk dagelassen. Wo ist der Fernseher? Wie wär's mal mit ihm? Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Viele Grüße von Molly. Ich habe Molly getroffen. Sie lässt grüßen. Molly? Welche Molly? Die, der du deine Briefmarkensammlung zeigen wolltest. Ah ja, jetzt entsinne ich mich. Briefmarkensammlung. Gerade du könntest ja ein bisschen fantasievoller sein. Molly wollte keine Fantasie, sondern Aufmerksamkeit. Ein stinknormales Mädchen. Aber lächle sie an, bemerke ihre Schuhe, lass sie ein wenig darüber plaudern und sie verwandelte sich in einen Brunnen der Leidenschaft. Ich habe ein Porträt des Hierarchen Hemmelfahrt übrig. Willst du es haben? Ja. Ist es von einem dieser Halblingmaler? Ja. Herrlich. Ich werde es im Rosmarin und Thymian aufhängen. Dann laufen die Inspektionen durch die Tempelwache bestimmt glatter. Priscilla und du, wie habt ihr euch kennengelernt? Das war am Hof von Herzog Kerewart beim alljährlichen Balladenturnier. Wir waren Gegner im Finale. Wer hat gewonnen? Weiß ich nicht mehr. Sicher. Du hast verloren, willst es aber nicht zugeben. In Wirklichkeit fand ich sie niedlich. Darum habe ich sie gewinnen lassen. Ich dachte, ich bekäme nach dem Turnier einen Preis. Und? Hast du? Das, mein Freund, geht dich nichts an. Wie bist du eigentlich in den Besitz dieses Etablissements gekommen? Das glaubst du nie. Ich habe es geerbt. Und zwar von niemand anderem als Alonso Willi, Hurensohn Senior persönlich. Du hast recht. Ich glaube es nicht. Alonso hat die hiesige Unterwelt mit eiserner Faust regiert. Doch tief im Innern war er so romantisch und rein, wie man nur sein kann. Diese Einrichtung ist einer der Gründe, warum sein Sohn nicht allzu begeistert von mir ist. Cyprian, also Junior, wollte sie zum Bordell machen, aber das Rosmarin ging an mich. Und ich habe vor, den elegantesten Ort der Stadt daraus zu machen. Eine Hochburg der Kunst und Kultur. Bist ein Rittersporn. Wenn du das wirklich vorhast, warum sind denn hier so viele Kortisanen und so da drin? Okay, ich rede mal mit, Was hast du denn so graue Haare? Wo ist der denn? Leute! Ich rede mal mit ihm. Wie geht's, Dudu? Mittelprächtig. Früher hätte ich vielleicht wunderbar gesagt, aber ich kann nicht klagen. Ich bin noch in einem Stück und nicht auf dem Scheiterhaufen. Dudu, sag mal, der Halbling Bieberfeld ist von einem wohlhabenden Kaufmann zu einem armen Schlucker geworden. Wie? Willst du die lange oder die kurze Version? Die kurze, bitte. Der Krieg. Ich dachte, Kaufleute profitieren vom Krieg. Manche schon, aber ich habe eine schlimme Schwäche. Ich bin ehrlich. Ich konnte aus dem Leid anderer keinen Profit schlagen. Ich habe Steuern gezahlt, ich habe die Bücher nicht frisiert. Dann sank ein Schiff beladen mit meinen Gütern. Irgendwie habe ich das überstanden, aber ein zweites fiel Plünderern aus Gellige zum Opfer und damit war ich pleite. Als die Inflation kam und die Zinsraten stiegen, war ich am Ende.
Ich muss sagen, dein Menge ist eine tolle Nummer. Erinnere mich nicht dran. Ich bin reichlich angeekelt. Komm schon. Er war doch nicht so schlimm. Du verstehst nichts. Ein Doppler nimmt mehr an als nur das Erscheinungsbild. Ich weiß jetzt, was dem Halunken im Kopf herumspukte. Als ich er wurde, verging keine Stunde und ich verspürte den Drang einer Zauberin, die Finger zu brechen. Nach 2 Stunden wollte ich jemanden pfählen. Und dann packte mich eine paranoide Angst vor einer Dopplerverschwörung. Hast du nie überlegt zu gehen und Novigrad zu vergessen? Wieso? Um vom Regen in die Traufe zu kommen? Hier ist der Krieg noch nicht angekommen. Der Hunger steht noch nicht vor der Tür, auch wenn die Zukunft nicht rosig ist. Aber du musst doch kein Mensch sein. Warum probierst du nicht was anderes aus? Ich habe im Laufe der Jahre schon viele Formen angenommen. Doch das Leben als Mensch ist trotz allem am interessantesten. Immerhin regiert ihr Menschen die Welt. Stimmt. Pass auf dich auf, du. Also ihn kann ich auch nicht drum bitten. Diese Fummler sind nicht schlau genug, um mich zu enttarnen. Hä, wo ist denn der andere, der kleine Zwerg? In so herrlicher Natur. Was? Wo ist denn der kleine Zwerg? Der will doch bestimmt kämpfen. So. Hier ist er auch nicht. Wo ist denn der kleine Zwerg? Hier ist er auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ach, hier geht's ja noch weiter im Thymian. Interessant. Wo ist denn der kleine Giftzwerg? Ich muss ja Freunde bitten, aber ich weiß nicht, wer meine Freunde sind. Oder ob ich auch überhaupt noch welche habe. Vielleicht steht er draußen. Da! Sultan? Geralt? Ich brauche deine Hilfe. Aha, ihn muss ich also bitten. Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann noch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Wesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Ah, also muss ich noch drum bitten. Okay. Waffenbrüder. Quest, so heißt die Quest. Waffenbrüder, so heißt die Quest. Moment. Waffenbrüder. Ach, so heißt die Quest. Ah, ich verstehe. Sprich mit Dijkstra, okay. So heißt die Quest. Okay, dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle Schluss und dann wollen wir die nächsten rekrutieren. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.